Kümmert sich nicht darum. Universale Kraft, das Beurteilungsfeld, operiert gar nicht auf dieser Frequenz. Das Beurteilungsfeld, die gesamte spirituelle Entscheidungskraft, beginnt begründet darin, ob du diese Lüge gekauft hast. Das ist die Ursache, die Nuance, der Unterschied. Es ist keine andere Regel als die, die greift, wenn du in der Stadt einkaufen gehst. Ich kann nicht mal vorstellen, wie das anders sein könnte. Diese Person bevorzugt Gucci statt Versace. Diese Person gefällt mehr Levi's als Wrangler. Sie haben das Recht, dir zu verkaufen, was sie nur möchten. Sie haben sogar das Recht, daran zu glauben, was ihr Produkt bedeutet. Jemand anderen gefällt Cappuccino, wieder andere trinkt Latte, Mocha. Die Wahl muss da sein. Die Entscheidung ist deine. Aber wo die wirklich moralische Komponente zu greifen beginnt, ist, was hast du gekauft? In was hast du deine eigene Energie gesteckt und was hast du in Tausch zum Gekauften gegeben? Und wenn Mensch nicht in innerer Harmonie ist oder falsch abgestimmt ist, wird er einen chaotischen Ton erschaffen, wie bei der Gitarre, wenn sie nicht abgestimmt ist. Beginne nicht darauf zu spielen, weil sie in Dissonanz spielen wird und chaotische Töne abgeben wird. Das Entscheidende ist, wie bist du abgestimmt? Wie stimmst du dein inneres Instrument ab, dein Bewusstsein? Wie ich sagte, die Alternative dazu ist, es nicht abzustimmen, aber demzufolge bei der Sinfonie der gleichermaßen nicht abgestimmten Menschen hängen zu bleiben, wo ihr alle glauben könnt, dass ihr cool seid. Tatsächlich kannst du sagen, nein, 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 das ist eine radikale neue Avantgarde-Musik, die wir heute spielen. Das ist sehr hip und wirklich cool. All dieser Chaos. Tatsächlich ist dieser Chaos sehr wahr. Dieses Chaos ist die ultimative Form der Musik. Aber es geht darum, dass du auf dich selbst den Mind-Control anwendest, zu glauben, dass dieses Chaos eine Ordnung ist. Und unglücklicherweise gibt es sehr toxische Menschen in der Welt, die Ordnung nicht mögen. Sie wollen den Chaos, weil sie sich im Chaos gut fühlen. Und du versorgst sie damit. Kein menschliches Wesen, welches in seinem Zentrum ist, kann hypnotisiert werden. Das ist, woran man sich immer erinnern muss. Kein menschliches Wesen in seinem Zentrum, der innere Führung hat, der nah mit seiner Intuition geht, der einen scharfen kritischen Sinn hat, einen scharfen Sinn der Urteilsfindung hat, kann jemals manipuliert werden. Nicht für eine permanente, anhaltende Zeitdauer. Sie können vielleicht vorübergehend getäuscht werden, aber das ist wie ein Muskel, an dem man arbeiten muss. Ein Muskel, den man trainieren muss, wie alles. Und ich glaube wirklich, dass alle diese Hürden und Herausforderungen, die Tragödien, die sich in der Welt abspielen, die sind dafür da. Das ist der Schleifstein, etwas, was die Klingen der intelligenten Menschen schärft. Man muss die Reibung haben, sorry. Man kann keine Axt, keine schöne Klinge ohne dieses Schleifgerät schärfen. Der Reibung, die verursacht wird und der Mechanik dahinter. Es ist das Gleiche mit dem Schärfen des Bewusstseins. Man muss diesen Schleifstein der Welt haben, um deinen Verstand und dein Bewusstsein zu schärfen, sodass du in der Lage bist, eine Bedeutung in all dem zu sehen. Und es ist schlussendlich die Entdeckung deines eigenen Ich. Es geht nicht darum, Gesellschaft oder andere Menschen zu entdecken. Es ist alles die Entdeckung von wer und was du bist, schlussendlich. Wir kommen zurück zu diesem Zitat auf dem Cover von Jim Keys Buch Mask Control. Der erste Satz ist, hier steht der neue Mensch. Und das deckt sich mit meiner Arbeit über 2012. In Anbetracht dieser anderen Theorie, die vielleicht Dinge erklären kann. Weil der übliche Konsens ist, dass es das Ende der Welt geben wird. Offensichtlich wird das nicht passieren. Es ist nicht das Ende der Welt. Es ist das Ende der menschlichen Welt. Ende von einem Zyklus der Erfahrung. Und es ist, was ich immer betone, dass es irrsinnig ist zu denken, dass man jemals die Natur negativ beeinflussen kann oder Zeit oder sogar den Planet Erde in dem Sinne. Was du wirklich ändern kannst, ist dein Lebensstil. Dein Lebensstil, mit dem du vertraut bist. Politisch, wirtschaftlich, religiös, psychologisch. Von dem astrologischen Standpunkt, wenn man Astrologie mit der Psychologie zusammenhängt, da hat man dieses Konzept des Todes von Ego, dass das Ego des Menschen, sein inneres Licht, die innere Sonne endlich ist. Es hat tatsächlich einen endlichen Lebenszyklus.
Das wurde ausführlich in den Veden dargelegt, aber auch in der Astrologie, durch die 12 Häuser des Zodiaks, die 12 Zyklen, die 12 Jahreszeiten des Bewusstseins repräsentieren. Und wir sind gerade in dem letzten Grad des letzten Zodiakzeichens, was ein ganzes Gebiet eröffnet, verbindend mit der Sterblichkeit und Verhängnis des Egos als solches. Und könnte dieser Zyklus der Beginn oder das Ende des Zyklus vom Ego-Leben sein? Bedeutet das, dass ein anderer Typ des Ego-Lebens sich morgen nicht manifestiert? Alle Götter sind wieder aus dem Wasser geboren und wenden sich zum Chaos. Oder ist es eben die Geburt eines neuen Typs des Bewusstseins? Aber die Tatsache ist, dass egal was passiert, diese Prophezeiungen interessieren mich nicht. Was mich interessiert, ist, was jetzt passiert. Wie ist das jetzige Klima? Sogar wenn man das beiseite lässt, ob das Ego nun sterben wird oder nicht, ob es nicht diesen Lebenszyklus im Bewusstsein gibt, woran ich persönlich glaube, das gesamte neue Menschkonzept oder, wie einige sagen, postmenschliche Welt, vielleicht ist es das. Vielleicht ist es, worin wir unsere Aufmerksamkeit richten sollen. Prallen wir mit einer Art der Apokalypse zusammen, weil die Controller oder die Menschen, die über uns als ihre Schöpfung denken, sich selbst in ein anderes Leben begeben werden, anderen Lebenszyklus, eines, das den organischen Computer verwirklicht oder einen mechanischen Typ des Verstandes. Verstand ist sehr wohl in der Lage, mechanisch zu operieren. Das Gehirn wird, wie ich sagte, programmiert durch die äußere Welt und ist nichts anderes als ein weiterentwickelter Computer. Könnte also das Ende der Geschichte oder menschlichen Geschichte in 2012 das sein? Das Öffnen oder die Initiierung, Vorstellung des postmenschlichen Welts, in dem ein Cyborg geboren wird. Menschen würden zwar darüber lachen, aber wenn man die Werte hat, zu sehen, was es ist, was den Unterschied von Mensch im Gegensatz zur Maschine darstellt, was tun die Menschen mit ihren Emotionen gerade? Sind die Menschen glücklich und emotional ausgeglichen? Betrachten die Menschen überhaupt ihre Emotionen? Verstehen die Menschen überhaupt, was Emotionen sind? Oder erkennen sie noch den Unterschied zwischen Emotion und Sensation? Beschäftigen sich die Menschen mit den dunklen Seiten ihrer Psyche oder reagieren sie sich ab auf dysfunktionelle Weise? Sind sie geschlossen und abhängig durch beidseitig abhängige Beziehungen? Versklaven sie andere Menschen in ihre Glaubenssysteme? Sind sie in Machtrausch? Was davon ist es? Nun, traurigerweise, es ist die ganze Palette. What's wrong? Nothing, nothing really. I just feel that I need something stronger. If you have a problem, don't hesitate to ask for assistance. Yes, thank you, I'll be all right. Call 3485. What's wrong? I need something stronger. Take 4 red capsules. In 10 minutes, take 2 more. Help is on the way. Remember, an interval overdose may cause a serious chemical imbalance. I needed some Panura last night. I feel as if something... Excellent. ...odd were happening to me. Something... Yes. I can't understand. Could you be more... specific? The sedatives. I'm taking atrazine. But it doesn't seem strong enough. I have a hard time concentrating. You are a true believer. Blessings of this day. Please forgive me. Blessings of the masses. Thou art a subject of the divine, created in the image of man, by the masses, for the masses. Let us be thankful we have an occupation to fill. Work hard. Increase production. Prevent accidents and be happy. Könnte es also sein, dass auf die gleiche Art, wie wenn eine Person Medikament einnimmt, eine Droge oder Panacea oder jeden anderen Weg der Flucht, um seinen eigenen inneren Emotionen zu entfliehen, dass auf die exakt gleiche Art, wie es bereits täglich passiert, wenn die Regierung morgen sagt, wir haben den perfekten Weg für euch, um euch von allen euren Sorgen und Emotionen zu erlösen.
Würde die Welt nicht darauf reinfallen? Ich denke, die Welt würde darauf augenblicklich einfallen. Sie machen das bereits jetzt. Diese Pille könnte alle eure Probleme lösen. Sie heißt Prozac und es könnte das Ende der Depression sein, wie wir es kennen. Ich nehme Prozac seit 2 Jahren. Und welchen Unterschied hat das bewirkt? Es ist brillant und ich fühle mich wieder normal. Sie fühlen sich normal? Ja. Sie fühlen sich als bessere Person? Ja. Hat es geholfen? Sie sehen sehr zweifelnd aus, mein Freund. Anscheinend hat es. Ich kann aber nicht den Zweifel daran ablegen. Ich denke, dass sie nicht die Frau ist, die ich geheiratet habe. Warum? Ich denke, sie hat sich verändert. Auf welche Art? Ich weiß nicht, aber es ist etwas da, was anders ist. Okay, wenn sie nicht die Frau ist, die sie geheiratet haben, ist sie die bessere Frau? Nein, sie ist anders. Die Menge der Medikamente, der verschriebenen Drogen, steigt durch die Decke, sowie der illegalen Drogen. Ein Klima des Verderbens, das Gefühl der Verstimmung und die entfremdeten Gefühle dieser verstümmelten Teenager. Teenager, die keine weisen, bedachten Eltern haben. Diese verriegelten Kinder, die man sieht, die ihre Eltern nie sehen, die mit Fastfood und Popcorn und Fernseher aufwachsen. Ihr wollt mir erzählen, dass wir das alles machen können und dann erwarten, dass eine Erleuchtung uns in die Zukunft bringt? In welcher Täuschung stecken die Menschen eigentlich? Natur wird jede 5 Minuten abgesägt und man stellt neue Gebäude auf und der Widerspruch ist, man schneidet die Bäume und benennt die Straßen danach.